Hallo, meine total überziehenden Rätselenthusiasten und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Ründchen hier bei Wartales. Ja, ich bin nochmal jetzt hier schön reingegangen ins Grab, weil mir das keine Ruhe gelassen hat. Ich habe hier alles abgesucht, habe immer noch 100 Fackeln. Habe jetzt, wie gesagt, alles abgesucht, habe währenddessen noch mit ein paar Leutchen geschrieben. Diejenigen wissen wahrscheinlich Bescheid. Und ja. Ich habe es dann endlich gefunden, aber jede Kammer durchgehen, alles abgucken. Du musst wirklich jedem Winkel abgucken, denn, weil, guck mal, hier ist mir das erstmal gar nicht aufgefallen. Ich bin jetzt hier so lang, ganze Zeit, und habe die ganze Zeit nicht gesehen, dass da Lesen steht. Und die Inschrift der Tafel erwähnt etwas von Frieden und Ruhe. Und dort ist auch der Kodex des Entdeckers, Kapitel 3. Ey, das hat erstmal so lange gedauert, weil erstmal jeder Raum durchsuchen, etc. pp. Das ist schon krass. Nein, geh mal da wieder rein, bitte. War schon krass, also wirklich da durchzukommen und uff. So, was haben wir denn jetzt hier? Kapitel 3. Wiederherstellung. Ach ja, war ja wieder. Mach immer wieder denselben Fehler. So, der hat 0. Okay, das passt eigentlich. Dann kannst du eigentlich immer so machen, dann wissen wir, welcher das ist. Okay, einmal das Y ist es. Der, also die beiden sind das schon mal. Okay, also wären das sozusagen die drei, die den Kodex wiederher. Und wir können ihn auch gleichzeitig entschlüsseln. Ist ja genial. Also, das Gute ist, wenn wir dieses Teil hier finden, also wenn wir, lassen wir mal den, wenn wir diese Rune hier finden, dann können wir zwei Kodexe sozusagen, Kodexe, ne? Ich glaube, die Mehrzahl ist Kodexe. Können wir die beiden hier dann sozusagen entschlüsseln und hätten dann wieder zwei Punkte mehr. Die Frage ist halt, ich glaube, du kriegst es, ich glaube, wir haben nur noch ein Grab offen. Ich glaube, es ist nur noch ein Grab offen und dadurch würden wir automatisch den letzten Punkt dann kriegen. Ne? Habe übrigens meinen Leutchen wieder ihre Schilder zumindest angezogen. Und genau, so, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt sind wir da fertig. Huhululu. Und jetzt hatten wir uns ja überlegt, heutige Folge mal ein bisschen im Sinne von Quests wieder zu stellen. Wir gucken mal diesen Banditen mit der Schlumpf. Oh, das ist einfach. Okay, gut. Dass wir den einfach mal erledigen, dahin gehen. Ah, hier ist ja auch noch was, was wir noch nicht entdeckt haben, ne? Aber erstmal hier, wir gehen heute mal wieder so ein bisschen auf Entdeckungsreise. Heute ist ein schöner Dienstag. Da können wir einfach mal hier mal wieder ein bisschen weiter entdecken. Und genau, da hatten wir hier die Mine von Hövendorp. Die hat sich ja da rausgeholt. Da hatten, unten hatten wir das Ding gehabt. Genau, und jetzt konnten wir hier oben noch ein Stück laufen. Aber wir haben, glaube ich, noch, ich glaube, es ist nur noch eine Rattenplage, die offen bleibt, ne? Die wir noch nicht sozusagen entdeckt haben. Oh, da ist doch irgendwas. Ich sehe doch, dass da was ist. Ja, klar, ich will da runter gehen. Denn ich will sehen, was da hinten ist. Das hier ist ein Lager. Und den untersuchen wir mal gleich. Und wieder ein Geheimnis entdeckt. Schön mit Rattenfleisch und wieder Geschichten. Das heißt, sie haben wieder ein Buch bekommen, das wir halt lesen können. Ach, guck mal, wir haben hier einen Wissenspunkt. Okay, dann haben wir hier noch einen Wissenspunkt. Okay, jetzt haben wir 12 Wissenspunkte. Also jetzt kann ich ja doch, glaube ich, langsam Dings machen, oder? Naja, ich musste hier zwischendurch übrigens Holz und Stoff besorgen, weil ich Fackeln brauchte. Also bin ich einmal hin, einmal zurück. Also ich habe jetzt auch einen Tag weniger an Nahrungsmitteln. So, pass mal auf, machen wir jetzt einfach das, was wir erlernt haben. So, was haben wir jetzt hier? Da schmiedet immer noch das, was ihr meint. Guck mal hier, wir haben noch 11 Punkte. Wir hauen mal jetzt 3 Punkte hier rein. Dann haben wir nämlich noch 8 Punkte. Und können jetzt eigentlich fast alles hier draus. Im Kochbereich gibt es auch nicht mehr viel. Ne? Das meiste sind auch nur noch Rezepte. Also da verlieren wir ja nicht mal einen Punkt, weil wir da nur Rezepte bekommen. Da verlieren wir nicht mal einen Punkt. Hier sind auch hauptsächlich nur noch Rezepte, ne? Alles Rezepte nur noch. Krass. Hier ist gar nichts mehr, wo du einfach nur nach einem Punkt gehst. Hier erfordert ein Wissenspunkt. Achso, wir müssen erstmal das Schild hier machen, den Reifestahl-Dreieckschild, damit wir das bekommen. Also brauchen wir hier noch auf jeden Fall einen Punkt rein. Hier hast du auch nochmal Punkte. Ah ja, genau, wir brauchen den hier, um den zu bekommen. Und ich glaube, den, um den Punkt da noch zu machen. Genau, die beiden kriegst du nur damit frei. Und dann hast du hier nochmal ein paar. Ist jetzt gar nicht mehr so viel. Wie viel hast du hier noch? Hier hast du auch noch mal einige. Das sind immer die, die du dann per Dings brauchst, ne? Und das sind ja die ganzen da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, die wir noch nicht entdeckt haben, wo wir 11, 12, wo wir noch Punkte brauchen. Noch zusätzlich 12 Punkte. Und dann haben wir noch 13, 14, 15 Punkte, die sozusagen hier hinein investiert werden müssten.
um alles von dort heraus zu bekommen. Und hier hast du ja auch, wie gesagt, noch 1, 2, 3, 4. Also noch 19, 20 Punkte allein in dem beim Berufen. Hier ist, wie gesagt, sieht mir danach aus, dass wir nur noch die Dings ohne Punkte erlernen. Und dann hast du hier nochmal 23. Also könnt ihr mich auch korrigieren, vielleicht ist das auch falsch. Ich werde jetzt doch nicht mehr erstmal nicht investieren. Aber ich glaube, es sind noch 23 Punkte, die ich brauche, um alles zu erlernen. Glaube ich. Wissen ist immer wieder was anderes. Das ist jetzt so, was ich mir so ein bisschen ausgerechnet habe. Ah, guck mal, jetzt haben wir den Bräuche auch erstmal erfüllt. Erforscht. Erfüllt. Dann gehen wir jetzt. Hä, ist schon wieder. Ach ja, durch die Höhlenwanderung bin ich ja schon wieder so ein bisschen leer gegangen. Schon wieder gleich rasten, damit wir rosten. Guck mal, hier kannst du dich ja eigentlich so ein bisschen hinpacken gleich. Ja. Und dann gehen wir da hinten mal hin, gucken mal, ob wir die Banditen dann vielleicht mal machen. Genau, wir haben hier auch das Ding, hat sie auch schon herausgefunden. Ich lasse jetzt schon den Schatz der Ahnen gleich mal durchlaufen. Ne? Ist ja nur 4 und wir hatten, glaube ich, hier nur noch mal so ein... warte mal, müsste ich da irgendwo hier dann zeigen können. Ja, angelaufene Halskette haben wir gefunden. Ist jetzt auch nicht unbedingt was Riesiges. Pief ist übrigens jetzt auch Stufe 9. Den habe ich noch mal ein bisschen was in die Verfassung reingepackt. Das ist ja auch mal ein bisschen jetzt auflevelt vom Leben her. Und genau. Das habe ich jetzt gemacht. Aber ich lasse die beiden jetzt nochmal weiter trainieren, weil er eh hinten dran ist. Und Clemens, den würde ich gerne so schnell wie möglich hochpushen. Und wir müssen eigentlich, glaube ich, mit all unseren Waffen mal zum... Genau. Nee, die hat schon. Okay, nee, warte mal. Sie ist Stufe 9. Sie hat schon. Bart, glaube ich, hat jetzt auch schon. Ja, ich glaube, Clemens muss auf jeden Fall. Der hat noch... Oh, der hat noch Stufe 7 Waffe. Ach, du Heilige. Da hängt ja aber einer ganz schön hinterher. Also zweimal, dreimal. Oh, der ist auch noch Stufe 7. Die beiden müssen wir echt mal aufwerten. Juli hat ja, glaube ich, nichts mit aufwerten. Doch hier. Ach, weil der auch noch mal. Torus? Okay, wir haben eine ganze Menge noch zum Aufwerten. Wir müssten also mal gucken, dass wir bei der Bruderschaft vorbeihuschen. Können wir mal das ganze verdiente Geld mal gleich wieder investieren. Aber das kann ich ja dann zwischendurch, wie gesagt, ja auch immer mal wieder dann mal machen. So, weil wir eh wahrscheinlich gleich kämpfen werden, kann ich ja schon mal so machen. Da können wir auch mal gleich die teuren Sachen einfach mal reinschmeißen. Setze ich ja eigentlich eher wenig ein. 112. Pass auf, ich mache trotzdem mal so. Wir sind jetzt zwar weit drüber, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Dann ist es halt so. Ich finde diese Wettereffekte auch jetzt gerade sehr schön gemacht, so von dem Übergang her. Oh, warte mal, wer möchte was kürzen? Ah, dieses Grab zu erforschen war die beste Idee, die wir hier hatten. Wir arbeiten jetzt besser zusammen, haben Erfahrungen gesammelt, vor allem Reichtümer. König hat den Status Goldträger. Ja, die nächste Kroneneinkünfte sind um 10. Ich weiß gar nicht, wie lange das denn immer hält. 1 oder 2. Ah, komm, weißt du was? Mach mal das, wenn wir noch was verkaufen in der Zeit. Ist gut, wenn nicht, dann... Ja, meine Güte, dann halt nicht. Dann ist dem so, ich weiß auch gar nicht, hätten wir den schon eine Chance da unten? Sieht mir so aus wie derjenige, der diesen ganzen Sklavenaufstand, genau, ich glaube, war der Sklavenaufständler, ne? Wäre ja schon wieder doof, wenn wir den jetzt attackieren müssten. Guck mal, da waren wir auch noch nicht drin gewesen. Hier noch ein bisschen Karten aufdecken, würde ich mal machen. Boah, na toll, jetzt wissen wir, warum ich auch noch nicht da drin war. Weiß ich, warum ich da noch nicht drin war. So, jetzt haben wir das aufgedeckt. Ich würde halt gerne so ein bisschen noch Karten auf Decken machen, damit wir die Karte fertig haben. Ja, immer muss alles fertig sein bei mir, wisst ihr ja Bescheid. Ne? Also ich muss ja alles aufdecken, alles entdecken und machen und tun. Warte mal, hier ist... Waren wir da hinten schon unten eigentlich? Ich glaube ja. Hier haben wir nochmal ein Holz. Hier haben wir noch einen Schädel dran. Ne? Also wir haben jetzt schon ein bisschen was freigeräumt. Da unten sieht nach nichts aus. Nee, nee, das sieht nach nicht aus. Ah ja, guck mal, hier waren wir auch schon. Oh. Bin ich mitten in die Wölfe reingegangen? Ach, okay, kämpfen wir. Bin ich jetzt mitten in die Wölfe reingegangen? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Meine Güte. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. So, pass mal auf. Ja, wir haben jetzt... Oh, was ist denn das? Wilde Meute. Jedes Mal, wenn eine Einheit ihren Zug... Und dann, ach so, erhält sie 2 Rage. Ja, okay. Die sehen gut aus. Ja, hier steht nochmal eine ganze Grippe. Oh, guck mal, der könnte
Limens, mein Freund. Guck mal, wenn du da reinläufst. Um. Warum komme ich da nicht durch? Ich will da rein. Die stehen wieder natürlich passenderweise. Ach, Menno. Und wenn du da reinläufst? Du kannst nur jetzt 14 Meter. Wenn ich da noch ein Stück rein, dann habe ich, glaube ich, alle drinnen, ne? Oder hier. Hier kriegst du doch genau 4 mit auch rein, oder, Limens? Limens, Limens, Limens. Guck mal, hier hast du sogar 2 Alphas. Oh ja, warte mal. Oh ja, bam und dann klack, klack. Ja, Limens Position ist bestätigt. Warte mal, was haben wir hier noch? Das würde ich... Warte mal. Ich muss kurz überlegen. Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Also hier wäre ja Yucidea, müsste ich eigentlich als erstes einsetzen. Weil die... Ja gut, der kommt nirgendwo hin. Doch, er kommt hier unten, ne? Oh, da kommt er unten rein. Das könnte mit Nice da reinlaufen. Oder? Ah, ich könnte mit Nice den da machen, dann stoppe ich die beiden ab. Yucidea würde ich wirklich eher sagen, die geht gleich hier ran, dann behält sie den im Fokus. Der macht die da weg. Dann könnte ich Taurus mal entführen. Taurus, komm mal hier rüber, dann kannst du mit dem mal schon mal tauschen, dann gehst du schon mal da hin. Taurus zieht die hier in den Bann und dann haut er so alle einzeln nach und nach runter. Das wäre einfach mal eine schöne Devise. Ist der macht er da, dann macht nach da. Warte mal, Taurus kann doch auch, glaube ich, hier so reinlaufen. Hey, warum kommt denn der? Kommt hier nicht durch. Jetzt hätte er den nämlich noch dran. Ja doch, aber können wir trotzdem machen. Oder läuft von hier an? Ja, mit Yucidea könntest du das aber die 4 sogar ranballern. Warte mal. Noch 2 Schritte vor müsstet ihr alle kriegen. Genau, ich glaube, das müsste passen. Nelly. Ich war wegwechsel dich jetzt schon. Nelly kommt schon mal nach da. Bekommt auf jeden Fall Mr. Bärchi als Begleitschutz rein. Hildchen, ach Hildchen, ich würde dich sagen, ich pack dich hier mit nach unten rein, ne? Und warte mal, ich habe noch einen, der noch gut Fläche machen kann. Das ist dann Mr. Queen, ja. Der kommt dann mal nach dahin. Sehr gut, sehr gut. Ach so, warte mal, wen haben wir denn noch so? Gehen wir mal kurz durch, nicht, dass ich irgendwie wieder was am Rand vergessen habe. Wenn ich ja nun schon durch euch das gelernt habe, wie man das macht. Okay, das passt, das passt. Diego nach vorne wäre jetzt nicht so ganz. Juli. Ja, Juli, du kannst noch hier zur Not mit hingehen und ihn nödel die Leute. Würde ich hier noch mit hinsetzen. Da habe ich Elinovas, da habe ich Minium. Warte mal, ich würde aber meine Wölfis würde ich mal bitte nach unten setzen. So, Badihaar, die sitzt noch da, ist noch immer noch zickig. Meine Güte. Ist das ein Zickenkopf? Ist das ein Zickenkopf? So, pass mal auf, dann machen wir erstmal Beifall. Dann fangen wir jetzt an. So, als allererstes, du kümmerst dich mal darum. Bam. Wenn der angreift, ist er eh tot. Ja, nee, kann ihn angreifen lassen. Flamm und die macht einfach nur Flamm. So. Dann wärst du jetzt dran. Jetzt ist die Frage, kriege ich das Ding, was ich gerne haben möchte? Ne, ich könnte die... Oh, was ist denn nämlich die 3 hier einfach mal ran? Komm mal ran. So, jetzt haben sie nämlich Anfälligkeiten. Jetzt kann ich nämlich schön einmal durchwetzen. So, guck mal, der ist auch fast tot. Jetzt gucken wir erstmal, was der hier bewirkt. Also der macht jetzt mal das. Der macht das. Und der macht das. Ich liebe diese Geräusche. Und dann gehst du aber erstmal hier hin, weil falls der nämlich hier angreift, hast du hier zumindest die Variation, dass du den abhältst. Oh, okay, gut. Ja, ja, dann machen wir das jetzt halt so. Ne? Du gehst jetzt da ran und du kannst ja, wir hatten ja gesagt, die alle hier so ein bisschen. Ne? Nach da gehen, das ist schlecht, aber der müsste alle kriegen. Oh, kommt mal her, meine Wölfis. Und jetzt geht's los. Oh, ich liebe... Oh! Also die Axt ist das Ultimative. Also ganz ehrlich, wenn du die Axt hast, ey, du ballerst da einmal rein und dann ist Ende mir Länder. Wirklich Ende mir Länder.
Guck mal, jetzt macht er den noch. Haust du da nochmal drauf. Und dann ist das Ding so gut wie gegessen. Also wirklich, so gut wie gegessen. Ansporn, warte mal, wenn ich den jetzt so ein bisschen hier hinstelle, kriege ich die alle zusammen. Sehr schön. Kann ich den? Könnte klappen. Wenn ich den so hinstelle. Nee, es klappt nicht ganz. Okay, dann gehen wir mal den ein bisschen so hinstellen. Oh, guck mal, doch, so geht's. Bumm! So habe ich jetzt alle einmal mit drin, ne? Guck mal, was ich da machen kann. Da kann ich was Schönes machen. Flutsch. Wie er so von da vorne smooth war. So, und dann kannst du mit dem ja eigentlich auch den schon ausschalten. So. Ja. Dunbart. Oh, shitty. Hast du nicht mehr viele Momente, wo du laufen kannst? Er geht trotzdem auf ihn rein. Mist. War mir schon klar, dass das passiert. Als nächstes ist der Wolf wieder dran. Oh, weißt du was? Dafür habe ich ja noch meinen Quenior. Den darf ich auch mal nicht vergessen. Weil der hat eine schöne Attacke. Aber erstmal machen wir ihn. Wir machen die erstmal natürlich anfällig. Und danach haben wir den damit natürlich auch noch mal mehr rein. Und dann ist es auch schon wieder gegessen. So, der nächste weg. So, und dann haust du noch zweimal auf den ein. Und dann ist auf Wiedersehen. Den müssen wir auch irgendwie, weil der hat ja immer noch so extrem guten Damage. Das ist der einzelne wohl. Guck mal, meine Nelly. Guck mal, ich hab da was. Guter Einstand. Sehr schön, Nelly. So, warte mal. Wir haben jetzt ja nicht mehr viel hier, ne? Was ist denn, wenn ich das hier mache? Naja, da kriegst du nicht so viel drauf, ne? Als allererstes lassen wir mal jetzt hier unsere liebe Hilde mal laufen. Die kann das Ding auch gut beenden. Heute gucke ich mal, ich werde wahrscheinlich die Folge ein bisschen kürzer halten. Nee. Also ich nehme jetzt hier alles mit, was geht. Die Folge werde ich wahrscheinlich ein bisschen kürzer halten. Weil ich ja letzte Folge so massiv von der Time übertrieben habe. Dann muss ich das nach hinten hinaus auch mal wieder ein bisschen abändern. Das ist einfach anders nicht so richtig möglich. Warte mal, kannst du mal nach da gehen? Dann machst du hier so eine kleine toxische. Warum der so viel Damage drauf hat? Das wundert Matt. Das wundert Matt. So, jetzt kannst du den machen und dann ist er fertig. Sehr schön. Ach stimmt, weil der den einen, der hat sich ja dieses Dings genommen, wodurch der ja natürlich weniger Schaden in der Zeit bekommen hat. Hier war ich ja auch schon. Jetzt kommen, machen wir gleich nochmal einen Banditenunterschlumpf mit rein. Was heißt denn, wenn ich hier einen Angriff mache? Feindliche Verstärkung im Anmarsch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ach kommt, ihr wollt es doch sehen. Ihr wollt doch sehen, wenn es ein bisschen schwieriger ist, ne? Also, da kommt nochmal eine feindliche Verstärkung. Es sei denn, ich komme vom taktischen her so weit, dass wir das ganz schnell abarbeiten. Okay, pass mal auf. Wir müssen jetzt erstmal hier einmal alles abchecken. Das ist da. Da haben wir da hinten. Und dann haben wir da noch. Und dann haben wir da unten noch. Okay. Wilderer. Übeltäter. Der Übeltäter ist für... Genau, das machen wir jetzt. Das ist das Geile. Jetzt kann ich sogar Yosidea nämlich dagegen schicken. Als allererstes. Du kriegst den. Hier ist jetzt auch nicht unbedingt, wo ich so heftig damit agieren muss. Hier wäre nochmal... Ach, guck mal. Jetzt ist die Überlegung. Juli kriegt den da auf jeden Fall noch. Genau. Minium, du stehst gerade ein bisschen schwierig. Jetzt ist halt die Frage, lasse ich Limens da reinlaufen? Boah, der könnte halt glatt... Ne, warte mal, er kann nicht glatt die wegballern. Doch, kann er. Der läuft da einmal rein und hat die vier gleich komplett im Target. Würde ich sogar eher nehmen. Wobei, der hier unten mit denen... Da kann er selbst mit dem Übeltäter eine ganze Menge Schaden verursachen, weil er macht ja vier Hits. Er macht ja viermal den Wirbelstoß. Fügt allen Einheiten in drei Sätzen Schaden. Wird unter den getroffenen Einheiten aufgeteilt, die Anzahl der Kumulierung. Ne, das hier war das, ne? Fügt allen Einheiten im Zielbereich 25 Schaden zu. Greift pro Einheit im Zielbereich einmal an. Todesstoß greift erneut an.
Sprich, der haut dann einen von denen hier vielleicht weg. Kann er nochmal angreifen. Wo mir da aber der Übeltäter halt doch ein bisschen... Ich würde die hier wegmachen mit dem. Ich finde den gerade ein bisschen besser. 157. Es sei denn... Ja, der macht mir... Der macht hier einen Ticken mehr mir aus. Wenn ich den Torus reinsetze... Hat der nämlich noch ein Schild. Da kann die ja trotzdem alle wegpopsen. Warte mal, wenn der jetzt hier reinrennt... Bam. Klang, klang, klang. Warte mal, nein, stopp, stopp, stopp. Können wir trotzdem mal anders machen. Torus, ich würde... Ach, guck mal, die hast die, hier haut der mehr Veteranen weg. Nee, ich würde auf die Veteranen eher setzen. Nelly, würdest du? Danke. Also, nehmen wir es hier rein. Flamm. Bam, 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 bam. Dann haben wir hier Mr. Bershi, der auf jeden Fall in die Richtung irgendwo noch hin agieren wird. Buddy Hardy. So, nur könnten wir... Nee, warte mal, Buddy Hardy würde ich hier gerne mal reinsetzen. So, so, nice. Da kommt man da schon mit hin. Diego, 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 Diego. Warte mal, Hildchen könnte noch als Ausgleich froppen hier mit ihnen. Das ist eine, die 3 gegen die 1, 2, 3, 4, 5. Hier, das müsste eigentlich ganz gut passen. Dann kann Hildchen sich einen, den Übeltäter oder Übeltäter nehmen. Dann passt das eigentlich. Und Yosidia kriegt den Übeltäter. Jeff beschützt so ein bisschen die Nelly, und zwar so. Ich muss kurz mal gucken. In Not macht noch hier so eine kleine Abschirmung. Genau. Warte mal, hier hinten habe ich ja noch ein paar Leute, wa? Ach, guck mal, ich habe ja noch Quinio da. Ach, Quinio ist ja auch noch da. Aber warte mal, Quinio würde mir jetzt nicht so viel bringen, wie ich gehofft habe. Wenn ich Quinio jetzt, sage ich mal, hier hinsetze, ja? Er kann zwar die 3, also ich würde eher sagen, ich gehe ran, mach bam, dann mache ich zurück. Ja, doch, 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 doch. Quenio passt da ganz gut. Wilson, komm mal damit hin, damit du damit aufpasst. Und Jelinovas, damit du die Schwächen in beim Feind sowieso wieder gleich herausfindest. So, haben wir, haben wir, haben wir. Okay, ich würde jetzt so, würde ich agieren erstmal. Ich würde dann den hier machen. Würde dann nämlich von der Seite raufgehen. Und dann kannst du hier einmal glatt reinknallen. Das Schöne ist, also jetzt ist sozusagen als Damage direkt bekommen. Dadurch kriegst du ja nur auf Rüstung und nicht auf, auf Lebenspunkte. Bam! Und weiter geht's. So, jetzt habe ich, genau, jetzt habe ich den Übeltäter dort und den Übeltäter dort. Ich könnte jetzt sozusagen machen, Juli Reis kann sich ja schon mal mit dem hier balgen. Klapp. Und klapp. So, jetzt haut er erstmal dreimal rein. Der hält aber auch einen massiven Damage einfach aus. So, warte mal. Unheimlichen Banditen pro Runde. Den Schaden, der kämpft einmal zugefügt wird, um 30%. Jetzt könntest du, wie ich es gesagt habe, du gehst dann sozusagen hier rein. So, jetzt machst du das hier. So, habe ich noch eine Möglichkeit rauszuagieren? Nein, natürlich nicht. Okay, gut, dann kriege ich es gar nicht so, wie ich es wollte. Oh Mist. Oh Mist. Sag mal, nur ganz leicht. Okay, der passt nicht, ne? Schittikowski. Schittikowski. Upsi. Da habe ich mich leicht in eine sehr schwierige Situation manövriert. So, warte mal. Auf den wirklich aber erstmal das. So, weil dann schalte ich den aus. Dann mache ich als nächstes, versuche ich den noch auszuschalten. Das wäre mir natürlich ganz lieb. Den kann ich auch noch ausschalten. Oh, guck mal, das ist mein letzter Punkt gerade. Ach du Heilige. Ach du Heilige, mein letzter Punkt gewesen. Ach du Heilige. Das ist doof. Ah ne, ich habe noch einen Punkt. Ich habe noch einen Punkt. So, als nächstes... Genau, der Wilderer da oben ist dann noch dran, ne? Aber dann habe ich noch, du bist jetzt dran, ne? Genau, das muss ich jetzt mal gucken, wie mache ich denn das am besten? Ja, pass auf, ich kümmere, wenn ich mich um den kümmere, ich mache jetzt den, haue ich den schon gut rein.
Wenn ich jetzt an den rangehe, hau ich den weg. Dann habe ich ein DPS da. Ja. Ein DPS da weniger gerade. Ich mache jetzt gerade mal das eine. Jetzt hau ich doch auf den ein. Krieg den Punkt aber wieder. So warm. Jetzt kämpfen die gegeneinander. Das ist okay. Also die kriegt jetzt leider noch Schaden. Ich muss mal überlegen, ob ich den auch nochmal austausche. So. So, aber guck mal, sieht auch ganz gut aus. So, den Wilderer kriege ich jetzt nicht so schnell weg. Wenn ich jetzt mit Bart Puppen anspringe. Oder warte mal, ich schicke mit Bart. Kann ich auch hier ein bisschen hingehen, ne? Warte mal. Ja, wenn ich mit Bart ein bisschen in die Richtung gehe. So. So, Moment mal kurz. Gleich wieder da. So, dann machen wir mal weiter. Ja, ihr wisst ja. Bei mir ist es... einige wissen ja, wann ich jetzt gerade die Folge aufnehme. Ist gerade mitten am Sonntag, alle zu Hause. Nein, du sollst mal dein Dings einsetzen. Setz mal bitte ein. So, dann haben wir genügend Punkte. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, warum macht es am meisten Sinn, dass ich Damage mit reinwerfe? Im Endeffekt wäre das bei den beiden, ne? Haha, bei den beiden. Klar, kannst nicht mal einen machen. Den würde ich gerne ihm überlassen. Oder aber ich schicke sie. Oh, dann machen wir das so. Usch. Ah, nee, ich wollte gerade sagen. Wird das jetzt hier? Nee, es passt da nicht ganz. Da muss ich nochmal ein Stück nach da ziehen. Ja, sehr schön. Plump. So, der ist ja nochmal dran, ne? Also ich könnte jetzt den hier machen, dann ziehe ich den ganz gut was ab. Oder aber ich setze nochmal ein Stück hier ran. Und beende den ganzen Kladderadatsch bei dem. Dann bist du nämlich auch schon aus dem Kampf raus und habe ich da auch meine Ruhe. So, dann würde ich sagen, du gehst hier hin und als nächstes ist ja der Wilderer nämlich am Zug. Und das würde ich dann mit Lemans machen. Dafür brauchte ich nämlich die Punkte gerade. Weil Lemans kann nämlich schön hier hin. Genau, so rum war das. So, und hier können wir sehr schön einkeilen. Das ist ja. Oh ja, kommt mal her, meine Veteranen. Ich habe hier was für euch. Guck mal, da gibt es nämlich automatisch schon den Kill mit dem hier. Dadurch macht er automatisch nochmal einen Angriff. So, weil er jetzt wieder einen Kill macht, macht er nochmal einen Angriff. Nein, machst du nicht. Ha. Guck mal, ich könnte mir jetzt zweierlei überlegen. Ich könnte jetzt auch auf den gehen. Ist die Frage, ob... Warte mal, wir können ja mal gucken. Weil, guck mal, hier... Hä? Also wenn ich hier mache, kann ich entweder D... Oh, warte mal. Holy! Holy ist der effektiv. Also die Axt ist... kranker Shit. So, pass mal auf, wir machen jetzt das. Ich gehe erstmal hier hin, ja? So, bam. Dann attackiere ich die beiden mit meinem Vergifteten. Weil sie dann Debuff drauf haben, sind sie beide zugänglicher für Schaden. Und dann könnte ich doch, wenn ich einen Schritt nach da gehe... Ja, sehr schön. Bam, eins. Ey, ist das genial. Der haut dem nämlich schön auch nochmal was rein, kriegt nicht mal ein Schadensquäntchen ab. Na gut, jetzt kriege ich bei ihm aber nicht mehr viel drauf, ne? Ist aber nicht schlimm, ist nicht schlimm. Das hätte ich hier mal ein Stück zurück. Wenn ich das hinkriegen würde, dass die vorher alle down sind... Wenn ich das hinkriegen würde, dass die Feuer alle down sind, weil dann kommt auch keine Verstärkung. Was heißt denn noch weniger looten? Okay, Mr. Bayashi. Übertreiben wir es eben wieder. Na komm, ich zieh dich mal raus, damit ich hier mehr Platz habe. Ich habe mich so oft mit denen da reingewirschelt. So, genau, geh du mal von hinten dran. Dann kannst du da auch gleich mal drauf bopsen. So, na, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Den haben wir da. Haben wir den da? Dann würde ich gerne Anna Geräte. Ich weiß, es gibt einen Gift Point bei dem hier. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Mal, der steht noch, ne? Welcher kämpft zuerst? Der da, ne? Gut. So. Der zuerst kämpft. Da können wir den ja mal schön erstmal pikinieren.
Gut, ich hatte noch 165. Ich könnte den jetzt... Ja, ich weiß, nur einen, aber ich brauche ein paar Punkte, den ich noch abziehen möchte, weil dann kann ich nämlich das hier machen. Und der ist auf jeden Fall jetzt tot. So, bam. Ich habe eh die ganzen Punkte, ne? Also man darf ja nicht vergessen, ich habe schon die ganzen Punkte da. Aber wenn ich dich jetzt da hinsetze, no, ich setze dich mal da hin. Warum? Dann mache ich den hier. Weil dann tötet sie ihn nämlich. Ich habe noch zwei. Brauche ich noch zwei? Oh. Okay. Aber ich will nicht ohne meinen kompletten Loot hier gehen. Ja, also die nehme ich mir noch mit. Selbst wenn ich es jetzt da nicht packe und dann die Verstärkung kommt, ja meinetwegen, dann ist es so. Aber viel ist ja dann auch nicht mehr da. Und jetzt kommt nochmal der Messerwurf. Sehr schön. Dann schiebe ich den nochmal nach da drüben. Marodeur ist noch dran, ne? Oder habe ich noch für den? Habe ich noch jemanden? Pass mal auf, jetzt zücken wir dich erstmal natürlich noch daran, meine Nelly. Die Nelly macht mal wieder ein bisschen Knabberinski. So, dann ist das auch erledigt. So. Jelinovas. Sag mal, mein Freund. Bist du? Oh ja, bist du. Oh, warte mal, aber nicht gleich so rum. Erstmal so rum. Kannst du von da knabbern? 32 Meter, 36 Meter kannst du laufen, ne? Dann machen wir da. Machen wir da. Dann knabbern wir mal voll da hinten drin. Ja, ich weiß, der kriegt jetzt ein bisschen Schaden, aber ich glaube nur, Medizin ist nur in besonderen Fällen wichtig. So, dann schicke ich den mal da raus. Ich könnte... Weißt du was? Ich habe die Punkte kann ich jetzt eh nicht mitnehmen, ist mir gerade eingefallen. So. Herkele? Warte mal, Herkele? Herkele? Willst du da auch noch was machen? Ja, könntest du, wenn du dich vorher noch mal ein bisschen nach da bewegst, könntest du nämlich nur ihn treffen. Hat er nämlich 6 drauf. Boah, das ist übel. Jetzt kann er noch... Boah! So, die sind tot, bevor die Verstärkung kam. In dem Sinne. Das ist der Vorteil. Dadurch haben wir das schon erledigt. Ja, giftige Beschichtung, wie oft ich das kriege. Oh, warte mal. Ah, ja, Präzision. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht so, was ich von der Präzision halten soll. So, was haben wir denn Feines hier? Dann untersuchen wir mal hier. Guck mal, nehmen wir erstmal Hand. Guck mal, dann haben wir hier ein Kistchen mit, oh, Keramik. Dann haben wir ein bisschen gestohlene Güter. Dann haben wir noch den Schwarzmarktvertreter. Frontalschutz. Wie lange diese Einheit unterstützt ist, ist sie unterstützt. Ach so. Jein, das ist ja so ein schwieriger Faktor, den da hinzupacken, dass er auch unterstützt ist, bin ich der Meinung. Ach, Badi Hadi, wir haben ja mal wieder was zum Schlösserknacken, mein Freund. Oh, warte mal. Ne, warte mal, jetzt ist er wieder in die Richtung raus. So. Number one. So, zweites. Ist halt immer, wenn du den Anfang halt versuchst zu finden. Und drei. Ja, das geht. So, jetzt kriegen wir hier mal neu. Oh, was haben wir denn? Wachhalsband. Wird der Trupp Opfer eines Überraschungsangriffs, also beginnt ein zufälliger Gegner mit einer Verletzung. Oh, das ist ja cool. Karte zeigt, wo sich der Schatz der Banditen befindet. Oh, und hier sind die Fackeln, die ich letztens. Ja, ja. Ja, ja. Hier ist auch nochmal gesperrt. Nochmal, Dietrich. Ich muss sagen, ich habe mich so in dieses Spiel hier verliebt, dass ich nicht mal merke, im Endeffekt. Also bei manchen Let's Plays hat man es einfach, dass man so, wenn man so über die 30 hinausgeht, das ist ja so sozusagen ein Monat schon in dem Spiel, wo du dann langsam so merkst, puh. Und wir sind ja hier, oh, keine Ahnung was, wo sind wir denn hier gerade? 50, 60, 70 Folgen und das ist immer noch so, wie als ich damals den Anfang gemacht habe. Ich hätte nie gedacht, dass mich diese Spiele so, also diese Art davon mich so mitnimmt. Warte mal, da hast du doch hier ganz ruhig, guck mal, da ist irgendwo einer. Hey, der ist doch hier. Nee, das... Ich jetzt, nicht beantworten, ja, ich bin jetzt doof. Ah, da, ganz, ganz minimal. Und das fesselt mich immer noch. Ich finde es so krass und ich... schön, dass wir hier alles finden. In Handöl marinierten Seebarsch. Wer Trupp in der Welt eine Ressource einsammelt, hätte mit 25%iger Wahrscheinlichkeit eine weitere Ressource dieser Art. Schaden gegen Tiere um 10% erhöht. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge Sardinen und sowas, ne? Irgendwie abgelegt. Nee, ich habe die, nee, habe ich nicht verarbeitet, oder? Jedenfalls machen wir erstmal da. Jetzt haben wir den Wachhalsband. Dann haben wir Sardinen, die Pilzsardinen. Und dann haben wir hier noch in Hanf im marinierten Seebarsch.
Wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zusammensammeln. So, haben wir jetzt hier alles? Oh, guck mal, hier hast du noch was drin. Haferbrei. Schön, ihr habt so richtig geile Rezepte. Und was habt ihr denn selber nur? Haferbrei. If you wish to benefit from everything the black market has to offer, you will have to make your way there. In the meantime, you can deal with me. Aua. I take anything and everything, wherever it comes from. Wenn ihr Vorteile von der Schmerz mal profitieren möchtet, solltet ihr euch dort mal umsehen. In der Zwischenzeit könnt ihr aber auch mit mir Geschäfte machen. Ich nehme absolut alles an, egal woher es kommt. Das ist ja cool. Hört sich schon cool an, aber. Aber wenn ich was stehle, was gestohlen ist, dann dürfte ich doch da gar nichts mehr bekommen, oder? Huch. Upsi. Verdammt. Na dann. Müssen wir erstmal wieder... Oh, guck mal, dunkles Ross hat nochmal ein Level abgemacht. Hm. So, mein dunkles Ross bekommt natürlich wieder ein wenig Verfassung, damit er wieder ein bisschen besser steht. So, bumm. Habe ich doch gerade gemacht. Ach so. Tragfähigkeit um 5 nochmal erhöht. 1057. Gut. Hast du schon Laufen? Du hast Laufen. Hast du schon Laufen? Nein, Diego hat noch kein Laufen. Dann kriegt Diego jetzt Laufen. Guck mal, Diego mit Zorn. Ja, Diego kriegt auch Zorn. Mich bräuchten alle dann Zorn. Naja, stimmt. So, wie sieht's denn jetzt aus? Was muss ich denn zahlen? Gesetzte gestohlene Gegenstände. Gut. Oh, warte mal. Das ist, ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist. Das war doch hier hinten der Turm der Dämmerung, ne? Müsste doch der Turm der Dämmerung gewesen sein, genau. Hier unten waren wir noch nicht. Ist das euch aufgefallen? Wir waren da unten noch gar nicht. Da. Ah. Hi, wie geht's euch? Sag mal, kriege ich die Dinger auch runter, wenn ich mein Banner einsetze? Das würde mich ja mal interessieren. Stimmt, das Lager der Gefährten lese. Wir haben auch noch nicht die Jagd gemacht. Müsst ihr eigentlich jetzt in die Richtung laufen, wo ich plane, eigentlich hinzugehen? Oh, weißt du was? Wir können mal was anderes machen. Oder komme ich hier lang? Nee, komme ich nicht lang, wa? Also, das können wir mal testen. Da steht irgendjemand. Oh, guck mal, eine Blume haben wir übersehen. So, pass mal auf. Jetzt gehen wir mal, nämlich. Wo bist denn du? Da. Hey, da. Schon wieder ein paar Schmuggler, wa? Ja, gut, wenn wir jetzt noch ein paar Schmuggler machen, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Nee, aber wobei, ich hatte euch erst letztens. Ah, guck mal, hier ist die Leiche wahrscheinlich, ne? Ich will jetzt nicht kämpfen. Könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen? Oh, der hier ist ja auch nochmal interessant. Dann tickern wir uns mal. Weißt du was? Gib mir auf den Keks, ihr greift mich eh die ganze Zeit an. Bump. We don't much like meddlers around here. Nö, ist mir egal. Ist mir egal, machen wir so platt. Wir hatten ja gesagt, wir wollen mal ein paar Kämpfe reinpacken. Ich glaube mal, wir können es auch dann so beenden, dass wir hier den letzten Kampf machen. Hm. Wilderer, Übeltäter, Wilderer. Drei Wilderer. Ah. Aber die stehen bescheiden, bin ich der Meinung. Hier haben wir einen Ganova. Hier war. Oh Gott, ey, was für Horden. Horden. Wichtig ist jetzt als erstes, du bist dann dran. Da kommt Yucidea hin. Ach du Heilige. Oh, ja. Nee, kommt nicht Yucidea hin. Das müssen wir jetzt anders handeln. Nee. Wir können gerade gar nichts machen. Ich kann zwar die wegballern, die drei. Reicht mir aber nicht. Ich muss erst mal gucken, dass ich das anders handle. Jetzt muss ich, glaube ich, mal ein bisschen auf Risiko spielen, weil, was habe ich vergessen? Ich habe gar keinen, ja, ne? Ne, wenn der Radius vergrößert werden würde, das wäre nice. Ne, okay, pass mal auf, du bleibst mir auf jeden Fall hier unten erhalten. Ist Idee, du könntest dann auf den da gehen, genau. Die drei könntest du dann nämlich attacken, kriegst du den raus. Danach könnte Julie sich noch auf den stürzen. Und Anna-Greta kann zur Not nochmal damit machen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie ich das am besten hände.
Problem ist nämlich, dass der auf jeden Fall. Ich zieh euch mal raus. Ich muss jetzt gucken, wo ich am besten die Punkte herkriege. Am besten und am schnellsten. Meine Tischen sind eigentlich auch immer ganz gut geeignet für sowas. So, warte mal. Habe ich Bardihani noch da? Ne, Bardihani ist nicht da. Okay. Bart. Bart und Hart bis Zart. So, warte mal. Du könntest nämlich dann da, wenn ich jetzt hier hinlaufe. Ihr könntet so 1, 2, 3, 4, 5 Punkte holen. Okay, Bart könnte dann die 5 Punkte holen und könnte dann von da aus gesehen Flapp einmal durchballern dann. Ne, könnte er dann wiederum auch nicht, ne? Weil er würde dann da die Punkte holen. Er hat 14 Meter. So 14 Meter. Da kriegt er 4. Hier kriegen wir 1, 2, macht er 11,5. Und dann kann er hier nochmal 11,5, dann hat er hier nochmal 1, 2, 3. Von dort aus gesehen könnte er noch eine Kleinigkeit verursachen auf den da vielleicht. Warte mal, wenn ich nach da laufen würde, könnte er noch das machen. Das würde jetzt, das ist ein Risikofall, den ich gerade mal machen muss, weil ich keine Punkte einfach habe. Ich kann die meisten Fähigkeiten alle gerade nicht setzen. Und hier würde ich gerne mal was tauschen. Ich habe Juli. Juli würde ich mir gerne mal bitte nach hier holen. Juli würde ich mir gerne mit nach hier holen, weil du musst dann das Ding hier wahrscheinlich abfangen. So, Jelinovas kommt noch mit hier hin. Hackert, du kannst noch mit hier mit hinkommen. Mr. Bär ist hier auf jeden Fall nach da. Wilson bleibt da. Leiste bleibt da. Diego und PF. Okay, gut. Das ist jetzt, jetzt muss ich Risiko spielen. Ich brauche die Punkte und dann muss ich Justidea nämlich erstmal haben. Warte mal, zack. Wenn ich bis. Ich muss bis hierhin auch gehen, bis zu den 11,5, weil sonst kriege ich sie sowieso nicht rein. So. Dann muss ich jetzt Trupp Ansporn machen. Und jetzt habe ich noch. Ah, Mist, nur noch 2,5. Aber ich kann nochmal reinballern. Jetzt komme ich aber nicht mehr weiter. Oh, warte mal. Passt. War das trotzdem immer noch dafür da, dass er in dem richtigen Moment einen guten Tag war. Ja, sehr gut. Wenigstens konnte ich das gezielt auf sie abballern lassen. Das ist gut. So, jetzt ist nämlich die nächste Sache. Jetzt kommt der nämlich dran. So, und hier machen wir jetzt das. Das war wichtig, dass wir den haben. Du ballerst da drauf. So. Der ballert jetzt zurück. Die ballert zurück. Sehr schön. Gut. Hier würde ich gerne Hähnchen drauf gehen lassen. Hat gerade einen Trick dabei, den ich gerade mache. Ich lasse sie erstmal den ersten Schaden ablocken. Oh. Okay. Ich glaube, da kriege ich den ja auch ganz schnell weg. Nee, es reicht nicht. Aber wobei, die macht sie jetzt platt. Verdammt, jetzt habe ich Niemens hier unten eingesetzt. Jetzt habe ich. Mann, ich vergesse mal, dass Hildchen so ein richtiges Wildchen ist. Als nächstes wäre ja der Wilderer dran. Okay, den Wilderer, den können wir dann mit jemand anderem machen lassen. Wohin kommst denn du noch? Du könntest hier oben noch eine Menge Chaos sorgen, ne? Ja. Dann einfach mal querfeld ein. Irgendwo ist jetzt egal, dann kann der hier. Ja, ich weiß, dass es erfahren ist. Könntest du mir das. Hilfe! Hilfe! Aber jetzt können wir das hier machen. Ich liebe diese Anwendung. Wow. So, jetzt könnte ich machen. Also entweder ich mache das, ist auf jeden Fall tot. Ich könnte auch den Ganoven wegpapsen. Warte mal. Ah, ich kann ja nur noch den machen, ne? Ah, okay, gut, dann pass auf. Dann mach das so. Ich habe ja schon den bis zum Äußersten ausgereizt. So, das ist ein Ganove, das ist der Wilderer, genau. Der Wilderer, da hatten wir ja gesagt, da können wir ja mal an der Greta ein Häpsle gönnen, ne? Das müsste ja reichen. So. Können wir den Wilderer noch offen? Als nächstes bist du dran. Wo ist es jetzt?
Warte mal, Thoris könnte hier nochmal ihren Food reinballern. Oder Quenya könnte die Beine halt wegbapsen. Thoris habe ich halt die Möglichkeit, in mehrfacher Sachen einzusetzen, wo beides halt wirklich gut agiert. So, dann machen wir mal hier ein bisschen. Gerade nutze ich die Punkte einfach, weil ich sie habe. Jetzt kriege ich den Punkt ja auch wieder. So, weil dann habe ich den nämlich auch schon mal raus. Lubig. So, jetzt haben wir den Wilderer noch. Den Wilderer haben wir. Den Wilderer, den kriege ich aber... Guck mal, ich habe hier... Oh ja. Oh ja, ich habe eine gute Kombination für Wilderer. Ich habe eine kleine Kombi für den Wilderer. So. Hat gerade einen Sinn, denn... Ah, nein, ist der Bart. Ah, wo ist Pierre? Wo habe ich Pierre hingestellt? Nein! Hä? Müsste aber passen, was ich mir denke. Trotzdem passen. Ey, diese Fähigkeit mit der... Ah, shit. Komm, triff wenigstens den richtigen. Oh, huh. Warte mal. Den könnte ich, aber ich würde ihn treffen. Aber das bringt mir auch gar nichts. Nee, bringt mir jetzt gerade null. Ganove ist ein Zügle. Eine Ganövle. Oh, weißt du was? Ein Ganövle kriegen wir mit ihm hier. Und dann habe ich hier unten noch einen kleinen Jelinoborsch. Also klein ist gut. Eigentlich ist der monströs vom Damage her. Also würde ich aufpassen. Der frisst jetzt erstmal einen Ganove. Locker flockig, würde ich so heißen. Und naja, hier, den brauchen wir jetzt nicht weitermachen. So, 5 sind noch drin. Dann haben wir die Schmuggler auch nochmal. Dann haben wir heute wirklich mal so ein bisschen, ja, Damage-mäßig gemacht. Ne? Also heute sind wir wirklich eher mal einfach ein bisschen in den Schadensdinger hineingegangen ohne Ende. Und dann reicht das. So, komm, Palas da nochmal rauf, nämlich. So, was haben wir denn noch so Feines? Juli hat ja auch noch nichts gemacht. Also, warte mal, die Beine und der ist dann dran. Aber jetzt würde ich erstmal anders machen. Hier würde ich jetzt hier raufgehen. Dann kannst du nämlich schön von hinten den hier machen. Okay. Gut. So, was du machen kannst? Nein. Der war jetzt ein Fehl. Der war jetzt ein Fehl, den da hinten hin zu schießen. Ach, Mann. Und schon wieder gefehlt. Komm ich da trotzdem ran an den? Komme ich natürlich nicht. Na gut, dann ist es Thoris Aufgabe. Dann ist es Thoris Aufgabe. So. Zieht er sie ran, dann macht er hier mit dem erstmal einen Schaden und dann kann er so einzeln noch schnell ein bisschen taktieren. Aber wenn du jetzt den machst. Guck mal, der ist sogar tot dadurch. So. Bist du noch darüber? Ich habe noch nicht mal die Waffen ausgebessert, ne? Nee. Die Waffen habe ich noch nicht ausgebessert. Das fehlt ja auch noch. So, hier. Schön ist, wir gehen in den Kampf. Kriegen wir sie automatisch wieder rein. Jetzt hat sie Verbrennen auf ihn drauf geballert. Dadurch haut sie ihn auf jeden Fall dreimal erstmal. Bei denen ist es eigentlich nur am Anfang heftig, solange sie Dings drauf haben. Gift. Solange sie Gift drauf haben, ist es übel. Weil das Gift solange sie Rüstung drauf haben, sobald die Rüstung runter ist, geht das eigentlich, muss ich sagen. Ach du Heiliger. Wer steht denn jetzt noch? Ach, da hinten, die von Yosidea noch. Ja. Wen habe ich denn noch nicht gesetzt? Sally noch nicht, du noch nicht. Wilson noch nicht. Ja gut, dann gehen wir mit Hackert mal ran. Jetzt muss ich nur gucken, dass das passt, mit der die Giftfiole drauf schmeißt. Das ist gerade doof. Das ist gerade doof. Also passt. Jetzt hat er die vier Dinger drauf. Jetzt kannst du dich nämlich schön hinter ihm stellen. Das ist ja eigentlich umzingelt. Dann kannst du jetzt mal dem einmal durchballern. Dann kannst du ihm nochmal den... da hinterherballern. Wenn wir schon die Fackel haben, dann nutzen wir sie auch. So, was haben wir denn noch so Feines? Ach ja, Nelly.
Einmal reinbeißen. Ja, ja, klar, hast jetzt Gift. Ist jetzt nicht so schlimm. So, haben wir jetzt noch einen? Wilson! Oh, das könnte nicht passen. Naja, egal. Okay, dann lassen wir das. Ja, nee, da würde ich sagen, das kann die ja selber erledigen, ne? Lopp. Jetzt haben wir auch wirklich, aber muss sagen, wir haben auch gar keinen Rack gemacht. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Kämpfe ineinander durchgeballert. Und es hat eigentlich sehr gut gepasst. Sieht auch gut aus. Wir haben eine schöne Fähigkeit. Flumm, hier machst du noch reparieren. Eigentlich gut, ne? Also jetzt haben wir heute mal, eine Mission gemacht. Was ist das jetzt hier? Ich glaube, dass der, solche Wunden sind im Grimm ja keine Seltenheit. Die Kreatur, die sie verursacht hat, hat auch Spuren im Gras hinterlassen. Das ist hier sozusagen das Ding, genau. Ich würde auch sagen, dann machen wir hier nämlich den Rack und fangen dann genau hier in der nächsten Folge wieder an. Warte mal, ich habe hier noch irgendwas. Oh, tot oder lebendig. Und Langfinger. Ah, fehlen immer noch 7 Punkte. Genau, dann machen wir hier, recken wir uns jetzt. Dann laufen wir in der nächsten Folge das Ding ab und dann passt das eigentlich. Jetzt haben wir ein bisschen die Zeit zumindest gekürzt. Das können wir jetzt hier nochmal schnell so zusammen machen. Wir werden dann nämlich gleich nochmal die Geistermeute jagen. Das passt dann auch. Hier, dann kriegst du den nochmal. Oh, komm, hier machen wir den Haferbrei noch einmal fertig. Dann haben wir es auch los. Hier hast du noch einen Schweinseintopf, hier hast du noch einen Hammler-Eintopf. Und dann kriegst du hier noch die Kohlrouladen mit rein. So, sind wir bei 126 von 118, ist auch okay. Dann rasten wir hier. Dann sind wir für heute auch fertig erstmal. Haben wir wieder eine ganze Menge, finde ich, erreicht. Haben jetzt nochmal 4 von 15 Dingen gemacht. Das ist auch ganz gut. Sag mal, was holst du da eigentlich raus? Ich glaube, das ist eigentlich falsch, ne? Ich krieg da ja nur Leder raus. Aber bei Leder ist auch okay, genau. Ja gut, wir jagen die Meute. Tapferkeitspunkte haben wir 4. Passt aber, können wir in der nächsten Dings dann aufwerten. Und dann geht das auch schon wieder hin. Hier habe ich immer noch einen Goldschlüssel, den ich noch nicht genutzt habe, von der lieben Dame. Müsste ich mal nochmal gucken, wo ich das finde. Schauen wir mal, schauen wir mal. Leute, war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann verfolgen wir weiterhin die Meute. Wir werden weiterhin die Meute verfolgen. Und wenn wir die Meute gefunden haben, genau, dann geht es richtig ab, würde ich sagen. Von daher wünsche ich noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.